Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema, die ganze Sendung über, und das Thema heißt: Meine Gesundheit ist mir egal. Ich möchte mit Menschen sprechen, die regelrecht Raubbau mit ihrer Gesundheit betreiben, weil sie zu viel essen, weil sie zu viel Alkohol trinken, weil sie Drogen konsumieren oder vielleicht extrem riskante Sachen im sportlichen Bereich, im sexuellen Bereich machen, oder die schon sehr schwer erkrankt sind und sich aber nicht behandeln lassen möchten. Würde auch gerne noch mit Angehörigen von Leuten reden, ja, die sagen, meine Gesundheit ist mir egal. Das ist unser Thema, und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Marvin. Und Marvin ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Meine Gesundheit ist mir egal. Genau. Ist das so bei dir? Ja, und zwar, ich bin seit 5 Jahren Alkoholiker. Mhm. Dann habe ich noch ein anderes Problem. Ich leide unter Angstzuständen und Panikattacken. Ja. Und muss dann regelmäßig auch noch Tabletten einnehmen. Das heißt, in den Alkohol kommen Psychopharmaka? Genau. Mhm. So, ich habe auch mehrere Giftungen und Therapien hinter mir. Bist du gerade auch besoffen? Ich habe was getrunken, habe besoffen, kann ich nicht sagen. Okay. Also du hast mehrere Entgiftungen hinter dir schon? Ja. Therapien auch? Ja. Ja, aber das hat alles nichts genutzt? Alles nichts gebracht. Weil es dir eigentlich letztendlich auch egal ist? Ja, ich habe das Gefühl, und ich bin jetzt so weit, dass ich mit meinem Alter jetzt mit 29 Rente einreichen darf. Hm. Ich kann nicht mal 3 Stunden am Tag arbeiten durch meine Krankheit. Ist das denn so, dass du sagst, meine Gesundheit ist mir egal? Ja, ich habe vieles versucht, halt das dagegen zu tun. Ja. Auch Selbsthilfegruppen aufgesucht und so weiter. Ja. Nur mir konnte bis jetzt keiner weiterhelfen. Ja. Und jetzt gebe ich mich langsam selber auf. Ich habe keinen Halt, ja, im Hintergrund. Das heißt, du nimmst in Kauf, dass du eventuell nicht lange leben wirst, wenn du es ganz, genau, massiv weiter betreibst, wie, genau, du es vielleicht jetzt getan hast oder tust. Genau. Hm. Seit 5 Jahren bist du Alkoholiker. Ja. Wie viel trinkst du am Tag? Teilweise bis zu 20 Flaschen Bier. Wow, 20 Flaschen Bier. Ja. Hm. Und wenn es krasser wird, dann kommt noch Korn oder Wodka dazu. Hm. Das heißt, jetzt, wir haben jetzt tiefe Nacht. Ein Tag liegt hinter uns. Dieses Pensum hast du schon in dir? Nö, noch nicht ganz. Nicht ganz? Nein. Lebst du alleine? Nein, ich wohne mit meinem Stiefvater zusammen. Wie geht denn das? Wir teilen uns eine Wohnung. Ja. Ist dein Vater, dein Stiefvater auch Alkoholiker? Nein. Wie geht er mit damit um, dass du so, ja, ein so krasses Leben führst? Wir führen unser eigenes Leben. Muss ich dir mal so sagen, er geht sein Leben, ich gehe mein Leben. Hm. Aber mein richtiger Vater ist auch Alkoholiker. Hm. Und meine Oma ist leider sehr früh gestorben, hm, die war medikamentenabhängig. Das bedeutet, dass ihr beide euch arrangiert habt und ihr kommt euch nicht so in die Quere. Genau. Hm. Du hängst den ganzen Tag zu Hause rum und trinkst. Genau. Hast du Freunde noch? Ja, verkehrte Freunde. Ja, die auch saufen. Genau. Hast du eine Freundin? Nein. Hattest du mal eine? Ja, ich hatte mehrere Beziehungen, aber das ist aufgrund des Alkohols auseinandergegangen. Mhm. Du sagst seit 5 Jahren. Was war vor 5 Jahren? War irgendetwas, dass du in den Alkohol reingeschlittert bist? Ja, ich habe vorher habe ich gekifft. Mhm. Bin dann von den Kiffen weggekommen. Durch eigene Initiative und durch Disziplin? Ja. Mhm. Und bin aber dann eben an die Alkis geraten. An die Alkoholiker? Genau, und hab dann fing es an, ein Bier, 2 Bier, ja, dann waren es 3, dann waren es 4,
Sag mal, Marvin, wieso hast du damals gesagt, ich will nicht mehr kiffen? Hast du erstmal noch vorweg gefragt, hast du viel gekifft? Es war recht viel. Ich habe am Tag so um die 4 Gramm weggekifft. Ja, das ist wirklich viel. Wieso hast du da gesagt, das will ich nicht mehr, ich ziehe jetzt die Notbremse? Weil ich ins Krankenhaus gekommen bin. Hm? Weil ich auf der Arbeit zusammengebrochen war. Da war ich noch am Arbeiten. Ja, was hast du gearbeitet? Ich war zu dem Zeitpunkt nach meiner Lehre, habe ich keinen Job gefunden, habe ich als Lagerist gearbeitet. Mhm, als Lagerist? Ja. Ja. Und bin da halt leider zusammengebrochen. Ja. Kam ins Krankenhaus. Achso, dann war das so ein Schock, dieser Zusammenbruch. Und dann haben sie aber auch festgestellt, dass ich unter diesen Panikattacken und Angstzuständen leide. Die vielleicht sogar ausgelöst wurden durch den... Durch die Drogen. Durch die Drogen. Sagt der Arzt. Und da hast du gesagt, okay, dann höre ich jetzt auf damit. Mit den Drogen. Und das hast du geschafft. Ja. Wie lange gab es, also wie lange war die Zeit, wo du weder gekifft hast, noch Alkohol großartig getrunken hast? Diese Zwischenzeit. Vielleicht ein halbes Jahr oder so. Mensch, Marvin, du bist ein 29-jähriger junger Kerl. Du bist sonst gesund. Ne? Und wie gesagt, ich darf jetzt mit 29 Rente einreichen. Ja. Weil ich nicht mehr fähig bin, 3 Stunden am Tag zu arbeiten. Ja. Weißt du, was mich so erschüttert, ist, dass du gerade gesagt hast, im Prinzip habe ich mich aufgegeben. Im Prinzip ist es... Ich habe mich aufgegeben, ja. Das heißt, dir ist es auch egal, wenn du vor die Hunde gehst. Genau. Das finde ich so erschütternd, muss ich dir sagen. Das geht mir ja wirklich im Moment richtig so an die Substanz. Nur wenn man keine Unterstützung hat oder so. Ja. Nur die verkehrten Leute, die man kennt, also sprich Freundeskreis. Von denen kann man sich trennen. Kann man, aber ich habe gedacht, die könnten mir auch vielleicht helfen oder so. Nee, die können dir bestimmt nicht helfen. Die ziehen nicht rein. Ich weiß, man kann natürlich große Reden schwingen, wenn man nicht in der Situation ist. Aber ich weiß auch, dass man immer, wenn man so tief unten hängt... Wie gesagt, mein Problem ist ja jetzt auch im Moment, ich bin ja nicht mehr krankenversichert. Warum nicht? Weil das Arbeitsamt hat mich ja ausgesteuert. Was haben die ausgesteigert? Ausgesteuert. Ausgesteuert. Da ich ja nicht 3 Stunden am Tag arbeiten kann, kriege ich jetzt Sozialhilfe. So, und das ist jetzt alles in der Bearbeitung erst. Das heißt, also wenn mir jetzt irgendwas passieren würde, kann ich nicht mal ins Krankenhaus. Ja. Schlimme Situation. Ich habe auch schon mehrere Kampfunfälle gehabt und... Aber du hast mich gerade unterbrochen, als ich was sagen wollte. Als würdest du es gar nicht... als würdest du es gar nicht hören wollen. Dass ich weiß, dass man immer aus solch einer Situation auch nur herauskommt, wenn man es selbst auch will. Ich habe so viele Versuche gestartet, Domian, und... Ich habe ja schon mit Leuten gesprochen, Marvin, die noch länger ganz tief unten waren und die es geschafft haben. Ich würde es ja auch gerne schaffen, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe den Mut nicht mehr. Gibt es irgendetwas am Leben oder im Leben, was du eigentlich schön findest? Ja, das sind die Kinder von meiner Schwester. Würdest du selbst gerne Kinder haben? Ja. Aha. Da ist doch ein Traum. Ich finde, jeder Mensch, der noch einen Traum hat, der darf nicht den Wunsch haben, sterben zu wollen. Nee, aber genauso, ich habe sie ja gefragt diesen Monat, wenn ich Geburtstag habe, ob sie mit den Kindern vorbeikommt. Und dann sagte sie, nee, ich habe keine Zeit und die Kinder haben sich schon so darauf gefreut. Okay, das ist jetzt eine andere Thematik. Ich will ja auf was ganz anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass du persönlich einen Wunsch hast, Kinder zu haben irgendwann. Mhm. Du bist 29 Jahre alt, das ist ja dann durchaus realistisch, davon zu träumen. Ja. Sollte man nicht alles auf der Welt in Bewegung setzen und anstrengen, dass man in die Nähe dieses Traums kommt? Ich habe doch bis jetzt alles versucht. Ja, dann versucht man das nochmal. Mir wurde gesagt, ich wäre, weiß nicht wie dieses Wort heißt, Therapieresistenz oder irgendwie so, wurde mir gesagt. Ich habe wirklich alles versucht, Domian. Ich glaub's. Ich finde auch solche Aussagen immer sehr, sehr kritisch. Dann würde ich denken, rutscht mir den Buckel runter, wenn ihr das sagt. Es ist mein Leben und ich will nach vorne und ich will leben.
Und ich nehme mein Leben auch in die Hand. Weißt du, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, ich habe überhaupt nichts, mir ist alles völlig, völlig egal. Mir ist alles egal. Das ist mir auch langsam. Ja, aber du hast wie aus der Pistole geschossen, hast mit den Kindern gerade gesagt. Ja. So, und um in diesen Lebenstraum hineinzukommen, muss man ganz, ganz viel vorher erstmal leisten. Da muss man nämlich sein Leben ordnen und dann eine Partnerschaft suchen und so weiter und so weiter. Ist es das nicht wert, dass du es nochmal versuchst? Ja, ich weiß nur nicht wie. Das ist mein Problem. Das heißt, wenn du ein für dich interessantes Angebot bekämst, würdest du es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Versuch kann man das ja, oder nicht? Ja, aber hallo. Weil ich sag mal, mit 29 ist ja schon traurig, dass ich jetzt Rente einreichen muss, oder nicht? Das finde ich auch, ja. Weißt du, Marvin, ich bin immer... Das ist für mich immer so sehr, ganz schlimm, wenn ich hier mit sehr jungen Leuten rede, die eine todbringende Krankheit haben, die krebserkrankt sind oder irgendetwas Ähnliches haben. Du bist ein junger Mann, der ein schweres psychisches Leiden hat, aber du bist körperlich gesund. Leberwerte sind 2500. Okay, aber das kann man ja noch, da kann man ja noch die Notbremse ziehen. Obwohl es auch ziemlich hoch, oder nicht? Ich habe da nicht so Ahnung von, aber ich würde mal sagen, wenn jetzt alles anfangen würde, in eine normale Bahn zu laufen, würde man das sicher hinkriegen. Alles, was ich sage, hat den Hintergrund, jetzt noch nicht aufzugeben. Aufgeben kann man immer noch. Aufgeben kann man dann, wenn man wirklich komplett und völlig depressiv am Boden liegt. Bist du noch nicht? Bist du noch nicht? So hörst du dich noch nicht an. Du hörst dich sehr angeschlagen an, das merke ich schon. Das bin ich auch, ja. Aber noch nicht gänzlich am Boden. Aber nur fast. Das heißt, da ist noch was da, was wieder aufstehen kann. Ja, ich weiß aber im Moment nicht was. Das ist mein Problem. So, und dieses Gespräch hat mein Psychologe mitgehört. Ja. Jetzt bitte ich dich nicht abzuwinken, weil du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Psychologen. Mit dem wirst du jetzt weiter reden, darum bitte ich dich. Ja. Und vielleicht hat er wirklich für dich nochmal eine neue Idee oder eine neue Therapieform, ein Verfahren, irgendwas, wo du sagen würdest, okay, einmal werfe ich nochmal alles in die Waagschale und ich versuche es. Ja? Marvin, das würde mich freuen. Ja, das würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn wir dir da etwas weiterhelfen können. Es würde mich wirklich sehr freuen. Ich bedanke mich wirklich. Du legst auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Alles klar, ich bedanke mich. Lieber Marvin, toi toi toi. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Meine Gesundheit ist mir egal, das ist unser Thema heute. Und ich möchte dementsprechend gerne mit Leuten reden, die... Ja, denen es wurscht ist, was mit ihrem Körper ist, mit ihrer Gesundheit. Gerne auch mit Angehörigen von solchen Leuten, die Raubbau mit ihrer Gesundheit betreiben. Herzlich willkommen, Sabrina. Sabrina ist 21. Hallo, Sabrina. Hallo, Domian. Grüße dich. Ist das bei dir auch so? Ja, ich habe ziemlich häufig Geschlechtsverkehr mit ziemlich verschiedenen Männern. Ja. Und ich verhüte nicht. Du verhütest nicht und du schützt dich nicht. Nein. Das heißt, du gehst ein doppeltes Risiko ein. Du könntest schwanger werden. Ja. Und du könntest dir alle möglichen bis hin zu den schlimmsten Krankheiten holen. Ja. Du bist 21 Jahre, wie viele Männer hattest du schon? Oh, ich weiß es nicht, ich hab's nicht gezählt. Alter, komm, so grob über den Daumen. Ich hab keine Ahnung. Wann fing das denn an, die heftige Frequenz? In welchem Alter? So Anfang 18. Kommen wir in eine Hundertzahl? Ja, ich denke ja. In mehrere Hundert? Naja, vielleicht nicht. Nee, aber so knapp 200 könnten es vielleicht ja schon sein. Da musst du dich aber ruhig rangehalten haben. Ja, das ist ja je nachdem halt, wie oft ich wo auf welchen Partys bin. Wir wollen die Zahl gar nicht so hoch, sagen wir mal 100. Ja. Langt ja schon aus. 100 Männer mit 21 und mit allen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja. Und nie verhütet. Ich habe mal früher die Pille genommen, die habe ich dann vergessen. Und nehme ich jetzt gar nicht mehr, ne? Und du warst noch keinmal schwanger? Doch, ich war mit Anfang 18. Einmal, da habe ich gerade meine Lehre begonnen. Das habe ich dann weggemacht, weil wegen der Lehre und so. Ja. Warum verhütest du nicht?
Ja, ich weiß nicht, mit Kondom, das ist... Warum nimmst du nicht die Pille? Reden wir erstmal über dieses Thema. Über die anderen Themen reden wir ja gleich noch reden. Warum nimmst du nicht die Pille? Die habe ich mal genommen, dann habe ich sie immer vergessen. Ja, und dann habe ich sie irgendwann gar nicht mehr genommen. War das schön abzutreiben? Nee. Na also. Ja, aber dann war es halt so und ich habe mir dann gedacht, irgendwann werde ich dann auch mal Kinder kriegen, aber jetzt war es halt zu früh. Ich bin fassungslos, Sabrina. Ich bin fassungslos im doppelten Sinne. Einmal, dass du nicht verhütest und du hattest schon eine Abtreibung. Mhm. Und ja, ich bin fassungslos im Zeiten... Ich hätte es mir auch schlimmer vorgestellt mit der Abtreibung. Ich fand es gar nicht so schlimm. Ja, aber vielleicht sollte man sich mal darüber Gedanken machen, dass man einen, wenn auch extrem kleinen, aber ein menschliches Wesen abtreibt und tötet. Wenn auch ganz klein. Hm. Ja, das war ja das, was ich mir so schlimm vorgestellt habe, aber da war ja noch nicht wirklich was Menschliches. Ja. Mhm. In welcher Woche hast du abgetrieben? Ich glaube, das war die sechste. Mhm. So, und die zweite, das zweite große Thema ist, ich gehe mal davon aus, dass du eine junge Frau bist, die sich auch ein bisschen informiert, Zeitungen liest, Fernsehen guckt, dass es zahlreiche Krankheiten gibt, bis hin zu HIV und Hepatitis C, die man sich durch ungeschützten Geschlechtsverkehr holen kann. Ja, das ist mir ja klar. So. Manchmal denke ich ja auch daran, wenn ich dann gerade Geschlechtsverkehr hatte, dann denke ich mir manchmal so. So, jetzt sagst du mir bitte eine ganz klare Erklärung, warum du das tust. So. Warum? Ja, es ist doch eigentlich egal, ob ich jetzt morgen rausgehe und vom Bus überfahren werde oder ob ich dann HIV kriege. Das ist doch... Das würde ich an deiner Stelle mal... Geh mal in eine Station, wo Menschen liegen, die HIV-positiv sind und AIDS erkrankt sind. Wenn du denen das so sagen würdest, ich glaube, du würdest es gar nicht wagen, es denen so zu sagen. Ja, ist dir dein Leben scheißegal? Ja, es kann ja immer mal was passieren, ob ich das jetzt kriege oder... Natürlich, aber man kann es auch herausfordern. Ja, wenn es halt so ist, dann ist es so, dann... Ja. Was machst du sonst im Leben? Ja, ich arbeite regelmäßig, ne? Am Wochenende gehe ich auf Partys, je nachdem. Was arbeitest du denn regelmäßig? Ich bin Verkäuferin im Einzelhandel. Ja. Ich gehe mal bei der hohen Geschlechtsverkehrfrequenz davon aus, dass du keinen festen Freund hast. Nee, ich habe da einen, der ist oft hier, der sieht das auch nicht so ein, dass ich keine feste Beziehung so möchte. Der ist jetzt eben auch gekommen, der sitzt im Wohnzimmer. Ich bin jetzt im Schlafzimmer telefonieren gegangen, weil der hört das auch nicht so gern. Ich habe es gerade gehört, dass da irgendwas im Hintergrund war. Hm. Warum überhaupt, das ist dann ein weiteres Thema in unserem Gespräch, warum die Gier nach so vielen Männern? Ich weiß es nicht. Das ist ja schon, das kann man ja schon als Sexsucht bezeichnen, was du da machst. Ja. Wie gesagt, da habe ich halt den Vater kennengelernt vor ungefähr 3-4 Wochen. Der ist jetzt auch häufiger bei mir zu Besuch. Hm. Was mich so ein bisschen provoziert, ist dieses, ich weiß es nicht. Dir ist das Leben scheißegal? Du weißt gar nicht, warum du mit so vielen Männern ins Bett gehst? Es macht mir ja Freude. Macht dir Freude, ja. Hm. Riskierst dabei, dass du ungeborenes Leben tötest? Riskierst dabei, dass du vielleicht auch Krankheiten weitergibst? Und somit andere auch noch gefährdest? Also in diesem ganzen Spiel bist ja nicht nur du alleine. Aber du alleine, finde ich schon, bist wert genug, dass nichts passieren darf. Und dass du mit deinen 21 Jahren hoffentlich dass du ein erfülltes Leben haben wirst und alt werden wirst. Ja. Möchtest du gar nicht alt werden? Also ganz alt will ich ja auch nicht werden, ne? Naja gut, aber würdest du gern 40, 50 Jahre werden? Ja, also die 50er-Grenze würde ich dann schon gern noch haben. Ja, aber wenn du so weitermachst, ist die Chance relativ hoch, dass es nicht passiert. Hast du nicht manchmal auch ein schlechtes Gewissen, dass du mit ich meine, das ist ja nur das Wertvollste, was wir haben, dass wir leben und dass wir gesund sind, wenn wir gesund sind. Ja. Hast du nicht ein schlechtes Gewissen, dass du da so unbedacht mit umgehst? Nö. So, wie gesagt, im Nachhinein manchmal, dann denke ich darüber nach. Sag ihm mal, dass er uns im Moment noch in Ruhe lassen soll. Geh mal bitte
heute wieder ins Wohnzimmer. Ja, dann können wir noch in Ruhe reden. Ja. Ja, weil ich habe ihm jetzt gerade gesagt, er ist eben gekommen. Ich habe gesagt, er soll ins Wohnzimmer gehen. Ich bin jetzt im Schlafzimmer. Verstehe. Ja. Er versteht es auch nicht wirklich. Nein, wahrscheinlich, wenn ich er wäre, würde mich das genauso ärgern. Ja, nee, er sagt jetzt auch so, dass er jetzt mit mir zusammen sein möchte. Er hat Gefühle für mich. Mhm. Ich erkläre ihm jedes Mal schon, dass es nicht geht von meiner Seite aus. Hast du überhaupt mal irgendwann einen AIDS-Test machen lassen? Nee. So, du weißt also gar nicht, ob du vielleicht sogar infiziert bist. Ich denke nicht. Nein, du denkst nicht. Das denken alle immer. Das ist völlig klar. Aber wird dir nicht deutlich, wie unbedarft du an die ganze Sache rangehst? Mensch, Sabrina, ich habe das gerade schon zu dem Marvin gesagt. Ich weiß nicht, ob du meine Sendung schon öfters verfolgst. Ja, ich sehe sie ziemlich häufig. So, dann weißt du, wie schwerstkranke Menschen hier am Telefon habe. Und dann höre ich jetzt eine gesunde junge Frau, die mit ihrem Leben so spielt, als wäre es irgendwie ein paar Pfennige wert. Ja. Vielleicht würdest du ganz anders denken, wenn du mal plötzlich eine schwere Erkrankung bekämst. Vielleicht würde dich das aufrütteln. Ich würde dir fast schon wünschen, dass du mal eine heftige Erkrankung bekommst, die man aber wieder heilen kann, damit du mal ein bisschen, damit es dir von den Augen fällt. Ich weiß nicht. Also, es ist ja nicht nur deine Person, wie gesagt. Du gefährdest ja andere Menschen auch durch dein Verhalten mit. Aber wir beide unterhalten uns jetzt und ich glaube, dass es für dich und dein Leben einfach eine schlimme Entwicklung ist, wenn du das weitermachst. Ja. Ich glaube, da ist dein Freund wieder reingekommen, ne? Ja, Und der will auch reden mit dir. Der will wissen, mit wem ich telefoniere und... Okay, dann unterhalte dich mit ihm. Ich glaube, ich habe dir jetzt auch alles gesagt. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Sabrina, also zu appellieren, dass du wirklich aber radikal dein Leben veränderst. Er will auch mit mir reden? Ja, er möchte. Gut, dann gib ihn mir mal. Okay, ich gebe ihn dir mal. Mhm. Sabrina, mach's gut. Hallo, Domian. Ja, hallo, mit wem spreche ich? Mit Faton. Mit wie? Faton. Faton. Ja. Ich habe gerade eine ganze Menge von Sabrina gehört. Ja. Und bin ganz entsetzt. Du auch? Das kann man gar nicht beschreiben. Und wie? Ja. Also ich kenne sie jetzt seit 2 Wochen. Ja. Ich habe mich schon ziemlich verliebt in sie. Ja. Ja. Weißt du so über ihr Leben Bescheid? Ja, also das, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Ja, sie hat mir auch erzählt. Sie hat da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das heißt, sie hat dir wirklich Reinwein eingeschenkt über alles, was gewesen ist. Ja, sie hat gesagt, sie ist sexsüchtig und so. Sie braucht das. Ja. Ja. Also, ich habe ihr gerade versucht, sehr ins Gewissen zu reden. Und ich bin wirklich entsetzt darüber, dass sie so lebt. Ich habe ihr auch gesagt, dass sie nicht nur sich gefährdet, sondern auch andere Menschen. Sie hat zum Beispiel noch nie einen AIDS-Test gemacht. Auch dir würde ich raten, mit ihr nur geschützten Geschlechtsverkehr zu haben, bis alles wirklich geklärt ist. Ja, werde ich so machen. Ich habe das auch jetzt bis jetzt ohne. Ja, aber das ist schon sehr leichtsinnig. Vielleicht besteht ja die Hoffnung, dass durch eine Beziehung, wenn eure Beziehung sich intensiviert, dass du schaffst, sie auf eine andere, andere Ebene zu ziehen. Ja, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also ich habe ihr gerade wirklich sehr eingehend etwas gesagt. Ihr beiden könnt ja jetzt in Ruhe nochmal sprechen. Ja, das werden wir machen. Also ich glaube, wir beide sind uns eh einig. Ja. Und dann würde ich an deiner Stelle auch ein strenges Regiment mit ihr führen. Entweder... Das mache ich auch, also auf jeden Fall. Ja, sonst bist du weg. Ja, sonst... Ja, ich habe es dir gesagt. Ja. Ich gucke mir das nicht lange an. Ja, also, kann ich verstehen. Ne? Mein Lieber. Okay. Auf ein gutes Gelingen. Alles Gute. Ja, tschüss. Alles klar. Gute Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mailen wollt, dann mailt bitte. Evelyn ist hier, 58. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Evelyn. Ja. So. Erstmal ganz große Gratulation an deine Sendung. Vielen, vielen Dank. Ich sehe es mit Begeisterung. Sehr nett. Und heute ist ein Thema, was mich wirklich brennend interessiert. Ja, mich auch. Und ich bin gespannt, was du zu dem Thema beitragen wirst. Ja,
meine Gesundheit ist mir egal. Sagst du auch? Mhm. Warum? Weil ich so ein wunderschönes Leben bislang gehabt habe. Mhm. Und seit circa zwei Jahren weiß, wenn ich nicht mit dem Rauchen aufhöre, dann, dann existiere ich nicht mehr allzu lange hier auf Erden. Du weißt das seit zwei Jahren. Mhm. Das bedeutet, es gab irgendwelche Untersuchungen? Ja. Und was? Mein Hausarzt hat mich zu einem Lungenfacharzt geschickt und der hat mir es dann schwarz auf weiß gegeben. Ja, dass die Lungen im Eimer sind, dass ich ein sogenanntes Lungenemphysem habe. Ja. Und dass ich also sofort aufhören soll mit Rauchen. Wenn du sofort aufhören würdest oder aufgehört hättest, was wäre dann gewesen? Oder was ist dann? Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Die Lungen würden nicht besser werden dadurch. Ja. Die sind im Matsch, die sind im Eimer. Ich würde nicht mehr so unter der Luftknappheit leiden. Ich habe zwar Medikamente, aber durch das Aufhören mit dem Rauchen würde ich nicht mehr so in Atemnot geraten bei kleineren Anstrengungen. Würde das auch bedeuten, dass deine Lebenserwartung wesentlich höher... Nee, wesentlich nicht. Aber etwas schon. Etwas, ja. Aber, jetzt kommt mein Aber, meine Lebensqualität wäre nicht unbedingt so verbessert, dass ich Juhu sagen könnte, sondern würde sich vielleicht um 2-3 Jahre hinaus zögern. Wobei für mich aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl wäre, die Lebensqualität wäre so gut, dass sich das lohnen würde für mich. Das heißt, ich interpretiere das, dass du für dich entschieden hast, habe diese latente Erkrankung, schwere Erkrankung in mir und ich will die restliche Zeit noch so leben, wie ich es bisher gelebt habe und will es mir schön machen, das heißt, ich will rauchen. Ja, ja. Ich mache es mir damit natürlich sehr einfach, das weiß ich. Bin mir auch dessen sehr bewusst. Du bist eine lebenslange Raucherin? Jein. Ich habe so circa mit 13, 14 so 1-2 Zigaretten mal probiert und das schmeckte ekelig. Und dann irgendwann steigerte sich das etwas und so ab dem 22., 23. Lebensjahr habe ich regelmäßig geraucht. Ja, wie viel rauchst du heute? Das ist eine ekelhafte Frage. Ja. 50 bis 55 Zigaretten täglich. 50 ist natürlich heftig. Das ist heftig. Das. 50 bis 55 Zigaretten. Mhm. Das ist jetzt auch schon wahrscheinlich sehr lange. Ja, so ungefähr so 5-6 Jahre. Ja. So heftig. Und als du vor zwei Jahren diese Diagnose gesagt bekommen hast, gab es keine Sekunde der Irritation, dass du dachtest, Mensch, ich höre sofort auf? Nö. Nee. Hast du denn in deinem Leben überhaupt schon mal versucht aufzuhören? Auch halbherzig nur. Mhm. Ich habe diverse Kuren von der BfA verschrieben bekommen, aus dem einen und dem anderen Grund, meist wegen des Bewegungsapparates, weil ich in der Altenpflege beschäftigt war. Und habe dann immer das sogenannte Nichtraucherprogramm mitgemacht, um eventuell später wieder hin eine Kur verschrieben zu bekommen. Ach so. Du hast gesagt, ich war in der Krankenpflege tätig. Bist du nicht mehr berufstätig im Moment? Nein, ich bin in Frührente aufgrund dieser Lungenerkrankung. Hast du eine Familie? So gesehen nicht, aber einen ganz tollen Sohn. Mhm. Wie alt ist der Sohn? 40. Nee, das kann nicht sein. Doch, du bist 58, jetzt hast du, das war ich gerade irritiert, 40. Ganz früh Mama geworden. Ja, und glückliche Mama. Was sagt denn der Sohn dann zu, dass die Mama wie ein Schlot raucht? Ja, und das macht mir schon Bedenken. Gibt es Enkel übrigens auch? Ja, zwei. Was sagt der Sohn? Und der Sohn raucht leider auch, logischerweise.
nicht logischerweise, sondern es hängt ja zusammen. Familie und Rauchen, wenn Eltern rauchen, rauchen meist die Kinder auch. Macht er dir Druck? Sagt er, Mama, hör auf? Nee, um Gottes Willen. Das weiß er auch, dass er da bei mir auf Eis, auf Granit beißt. Mhm. Nee. Aber wir haben versucht, mal gemeinsam aufzuhören, weil nämlich mein Sohn auch, was so mein Gefühl betrifft, auch beginnt heftig zu husten. Und das waren ja auch meine Anfänge, wo ich dann erstmal aufmerksam wurde, überhaupt etwas zu unternehmen, was ist da oder was ist und er das jetzt schon mit 40 hat. Ja. Aber kommen dann doch nicht Bedenken, dass du für deinen Sohn, für deine Enkelkinder vielleicht doch noch länger da sein solltest? Nee, mein Leben ist selbstbestimmt. Und ich sehe für mich persönlich nicht ein, für andere irgendetwas zu tun. Auch wenn es mein Sohn ist oder Enkelkinder ist. Welche? Wenn ich mir etwas Gutes tue, dann für mich persönlich, aber nicht für andere. Ja. Dennoch erzählst du mir diese Entscheidung, die du bisher so getroffen hast, die letzten zwei Jahre, nicht mit so einer ganz euphorischen Überzeugung. Ja. Ne, da schwingt schon so eine Bedenklichkeit mit. Natürlich. Formuliere mir diese Bedenklichkeit doch nochmal genauer. Die Bedenklichkeit besteht in dem Fall, dass, und das merke ich bei Hustenanfällen, dass ich ganz, ganz schwer mit der Luft dann zu tun habe, Luft zu erhalten und zu bekommen. Und das wird immer schlimmer. Ja, und das ist nicht schön. Das würde bedeuten, wenn du aufhören würdest zu rauchen, wäre da eine Erleichterung schon da? Ein Stück weit. Ein Stück weit. Nicht eine große Erleichterung, aber ein Stück weit. Hast du denn mit deinen mal gerade erst 58 Jahren eigentlich... Ja, gerade. Na gut, na hör mal. Schon auch irgendwie innerlich abgeschlossen mit dem Leben? Ja. Ehrlich? Ich wünschte mir, dass der liebe Herrgott ein Einsehen hat und irgendwie dann sagt, na, ist okay, das Leben war schön, das Leben war Abenteuer, das Leben war erfüllend, sie kann in Ruhe Tschüss sagen. So im Groben. Du würdest nicht mit Wehmut gehen? Nein, sondern mit einem ganz herrlichen Gefühl, weil mein Leben wirklich ganz, ganz, ganz intensiv war und Abenteuer war oder ist teilweise auch noch, nicht nur war, sondern ist auch noch. Und das finde ich das Schöne. Und wenn ich jetzt so für mich sagen könnte, Tschüss, das war's. Aber so einfach geht's ja. Nee. Leider meistens nicht. Nee. Ich akzeptiere das, was du sagst und deine Einstellung. Das ist ja deine wirklich tiefste innere Entscheidung. Aber ist es denn kein Argument zu sagen, dann will ich wenigstens nicht so sehr leiden, die Zeit, die ich noch lebe? Und vielleicht ist das Leiden geringer, wenn ich nicht mehr rauche. Ich denke mir, wehtun wird es sowieso, auf die eine oder andere Weise. Das heißt, dann würdest du sagen, dann ist es jetzt auch egal? Ja. Dann ziehe ich das so, jetzt durch. So von meinem Standpunkt her, ja. Weil dieses abrupte Aufhören wahrscheinlich für dich auch eine ungeheure Tortur wäre. Ja. Und ich würde da so viel Energien hineinstecken, wo ich unterm Strich denke, wozu? Wozu soll ich da Energien hineinstecken, die ich eventuell noch für 4-5 Jahre auf andere Art und Weise... Sprichst du so ganz offen, wie du mir das jetzt alles erzählst, auch mit deinem Sohn? Ja. Und der akzeptiert das auch so? Ja. Und der ist nicht traurig, wenn die Mutter stirbt? Doch, natürlich ist er traurig. Das wäre ein Unding, wenn er nicht traurig wäre. Aber er akzeptiert meine Entscheidung, genauso wie ich seine Entscheidung akzeptiere. Und wir führen da auch eine relativ offene Gespräche darüber. Und er weiß, wie anstrengend es ist, aufzuhören, weil wir eben beide gemeinsam das mal machen wollten, aufzuhören. Und
uns auch Mut gemacht haben und ich dann zu ihm sagte, Steff, nichts ist nicht mein Ding. Mhm. Ich lasse es so, wie es ist. Wenn du dich vor 2 Jahren hast untersuchen lassen, 2 Jahre sind bei Krankheitsverläufen in der Unterumständen sehr lange Zeit. Weißt du den aktuellen Stand der Krankheit? Gehen wir mal davon aus, 100% Lungenvolumen hat ein Mensch, der nicht raucht. Mhm. Und ich habe ungefähr noch 5% Lungenvolumen 5% vom Rauchen. Und das ist mir bewusst. Das ist mir wirklich bewusst. Das war die Diagnose von vor 2 Jahren oder von Nee, jetzt. Alle halbe Jahre Lungenfacharzt, obwohl ich eigentlich nicht hin möchte, aber... Was sagt denn der Lungenfacharzt zu dir? Na, jedes Mal hören sie auf zu rauchen. Ist da logisch. Aber hast du ihm versucht, das ist ja schon ein lebensphilosophisches Gespräch beinahe, hast du mit ihm mal so auch kommuniziert, ihm das mal so erklärt? Ja, habe ich. Und was sagt er? Trotzdem hören sie auf zu rauchen, was soll er sonst als Arzt sagen? Er muss als Arzt sowas sagen. Aber mein Hausarzt, der nicht der Lungenfacharzt, sondern mein Hausarzt, der weiß darum. Und der reglementiert mich nicht, sondern lässt mir da den Spielraum. Mhm. Wobei er auch sagt, es wäre schon gut, wenn sie aufhören würden. Mhm. Ich akzeptiere aber auch, wenn sie da nicht den Sprung wagen dafür. Mhm. Und für die Krankenkasse sage ich natürlich, ich bemühe mich. Wenn du jetzt so eine Prognose für dich aussprechen solltest, glaubst du, dass du so weitermachen wirst? Ja. 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 Und darum ja das Thema, meine Gesundheit ist mir egal. Und das zieht sich eigentlich so in den letzten 5 Jahren ziemlich durch. Nicht nur was das Thema Rauchen betrifft, sondern es zieht sich einfach auch durch, dass es mir egal ist. Gibt so mehrere Faktoren dann auch, aber das war eigentlich der wichtigste Faktor. Ja, du hast mir das jetzt sehr anschaulich erklärt. Es fällt mir schwer, obwohl wir beide uns überhaupt nicht kennen, wir haben uns jetzt erst kennengelernt, das so zu akzeptieren, den Standpunkt. Weil man natürlich immer sagt, mein Gott, du musst was tun und versuche. Aber ich möchte auch respektvoll dir gegenübertreten. Und so wie das dein Sohn auch macht und auch offensichtlich dein Hausarzt, dass die alle wissen, dass du eine sehr reflektierte Frau bist, eine sehr erfahrene Frau, die genau weiß, was sie tut. Und dass sie den Weg eingeschlagen hat, den sie für richtig hält. Ja, und da empfinde ich für mich manchmal meine Bewusstheit oder das Bewusstsein für Dinge, die ich mache, wo ich niemand anderes dafür verantwortlich mache, sondern die ich mache, manchmal schon erschreckend. Dieses Bewusstsein, extra mich so oder so zu verhalten. Jetzt gucke ich gerade auf unsere Uhr und sehe, dass wir uns beide schon sehr lange unterhalten. Okay. Aber nein, das fand ich jetzt schon ein sehr interessantes und auch sicher anregendes Gespräch. Und ich empfand es sehr schön, Domian. So viele Jahre schaue ich schon die Sendung und bei diesem Thema, dass ich dann auch durchgekommen bin. Und ich danke für dein angenehmes Gespräch und für deine Akzeptanz. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Danke. Und ich wünsche für deinen Weg alles Gute, so sage ich es. Ich danke dir. Von Herzen. Für dich auch alles Gute. Dankeschön, Evelyn. Von Herzen. Tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und hier ist die Hanne. Und Hanne ist 59. Morgen, Hanne. Schönen guten Morgen, Domian. So. Es tut richtig gut, mal mit dir zu reden. Ich habe das schon ein paar Mal versucht, aber leider bin ich nur zu deinen Kollegen durchgekommen. Jetzt sind wir beide verbunden. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Zu diesem Thema. Ja, und genau darum geht's. Und zwar habe ich den Mund nicht mehr zubekommen wie der erste Anrufer, Marvin war das? Der Marvin, der Alkoholerkrankte, genau, weil ich dasselbe Thema auch durch habe, Gott sei Dank. Du warst mal Alkoholikerin? Ja, ich bin seit 13. Juli 1984 trocken. Oh, Respekt. Ja, Gratulation, 84. Doppelt abhängig, Alkohol und Tabletten. Alkohol und Tabletten, wie lange warst du abhängig?
Von meinem 14. Lebensjahr an. Von deinem 14. Lebensjahr? Ja, ich habe da schön richtig zugeschlagen. Das heißt, du warst damals auch komplett am Ende? Ja, völlig. Hast du auch so gesprochen wie Marvin, der sagt, mir ist mein Leben egal? Ja, genau. So. Woher hast du dann die... Er meint ja, keine Kraft mehr zu haben, nochmal einen neuen Versuch zu unternehmen. Woher hast du die Kraft genommen? Domian, das muss oben im Kopf Klick machen. Und er ist noch nicht... Ich sag's, wie es ist. Er ist noch nicht weit genug unten. Wie weit unten warst du? Ich weiß es nicht mehr. Ich war ganz unten. Ich bin zusammengebrochen. Ich kenne das alles. So genüge, was er mir da erzählt, was ich gehört habe. Also er ist noch nicht weit genug unten, das sage ich ganz ehrlich. Erzähl mir mal von deinem Zusammenbruch, was damals war. Ja, das fing an halt mit Herzrasen, Angstzustände und dann... Wie viel hast du denn getrunken in der Zeit, in deiner Hochzeit? Kann ich nachsagen, 20, 30 Bier, Flasche Schnaps. Boah. Manchmal noch zwei dabei. Mhm. Und dann natürlich noch Tabletten dazu. So Beruhigungstabletten? Ja, das waren die Faustan, das ist ja eigentlich auch ein Begriff. Ja, ja. Ne? Die Was ja verheerend ist, ne? Aber nicht nur eine, ich habe dann Urkundenfälschung gemacht und habe mir die aufs Rezept geschrieben. Und das hat nicht mal die Apotheke gemerkt, dass ich die da drauf geschrieben habe. Mhm. Also da kommt schon einiges zusammen. Was man sich da so aus den Fingern saugen kann, das ist ein Wahnsinn. Gab es bei dir dann auch einen so klassischen Zusammenbruch, dass du in eine Klinik gekommen bist? Ich war oft im Krankenhaus. Ja, ich meine dann ganz zum Schluss, als es dann wirklich, als du gemerkt hast, es geht nicht mehr. Das war ein ganz, ganz super Zufall. Da hatte von meinem Bruder, apropos Bruder, ich habe zwei Brüder, die sind jetzt noch alkoholabhängig. Ich wundere mich, dass die überhaupt noch leben. Mhm. Nebenbei bemerkt. So, und dann war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und da war eine Psychologin. Mhm. Und ich war schon so verzweifelt und hatte auch Besuch und sagte, jetzt frage ich mal, was mit mir los ist. Mhm. Keiner konnte was feststellen. Und im Krankenhaus, und dann habe ich ganz kurz nur gefragt, ob sie mal Zeit für mich hätte. Und da sagt sie, ja, nur zwei Sätze habe ich gesagt. Ich kann nicht mehr arbeiten ohne Alkohol. Mhm. Nur mit Alkohol bin ich fähig zu arbeiten. Mhm. Und dann guckt die mich groß an und sagt, ich weiß, was Sie für Krankheit haben. Kommen Sie mal in meine Klinik. Mhm. Und da habe ich dann 14 Tage später einen Termin gehabt und bin mit meiner Tochter hingefahren, weil ich alleine überhaupt nicht mehr raus konnte. Ja. Und da hat sie gesagt, ich kann sagen, was mit Ihnen los ist. Sie sind alkoholkrank. Mhm. Und wenn Sie mit Ihrer Tochter nicht hier wären, dann hätte ich sie sofort hier behalten. Mhm. Dann bin ich jeden Morgen um 8 hingefahren, ab nächsten Morgen, abends nach Hause. Das habe ich 7 Wochen gemacht und seitdem bin ich trocken. Ich habe keinen Rückfall gehabt, ich denke gar nicht mehr an Alkohol. Diese 7 Wochen? 7 Wochen Alkohol und... Waren das sehr schwere Wochen für dich? Überhaupt nicht. Was mich jetzt erstaunt, wenn man so lange schwer Alkoholiker überhaupt war und nicht. Dann ich schafft war man es... Am Ende, ich musste da raus, ich wollte meine Kinder haben, die habe ich ja so... Gut, ich habe mich um meine Kinder super gekümmert, aber von Stunde an lief das alles bestens. Würdest du mir recht geben, was ich vorhin gesagt habe, dass natürlich auch immer eine ganze Portion Wille dazu gehört? Nur. Weiter gar nichts. Und da hilft auch kein anderer. Da kann kein anderer helfen. Nee, man muss es dann wollen und selbst tun. Und man muss es selbst radikal durchziehen. Ja. Ich habe die ersten 3 Tage bei der Entzündungskur noch eine Tablette bekommen, weil ich keinen Kaffee eingießen konnte. Ich lache jetzt drüber, aber es war grausam. Mhm. Mann, und jetzt seit 1984 trocken. Seit 13. August 1984. Du weißt genau das Datum. Ja. Kein... Das erste Jahr habe ich jeden Tag ein Kreuz auf dem Kalender. Wahnsinn. Gemacht. Und da hat mein super Bruder in Anführungsstrichen gesagt, die säuft sowieso bald wieder. Das hat keiner geschafft und das Und heute habe ich Freunde ohne Ende und die richtigen. Wie denkst du darüber, dass du so viele Jahre deines Lebens in den Müll geschmissen hast? Wie ich darüber denke? Scheiße, sag ich. Entschuldigung. Ich habe meine Kinder vernachlässigt, nicht jetzt im Haushalt, aber keine Liebe und. Gab's nicht. Hast du denn danach, als du es geschafft hattest, hast du einen ganz anderen Blick auf das Leben gekriegt? Ja. Herrlich. Ich würde so gerne mit Alkoholkranken arbeiten. Leider kann ich meine Wohnung nicht verlassen. Ich hatte schon mal angerufen wegen Schmerzen.
Ich habe nämlich 10 Bandscheibenoperationen hinter mir. Ach so, dann ein ganz anderes Thema. Kommt, ja, eben, da hatte ich auch schon mal angerufen, aber da war ich leider nicht durchgekommen. Und das habe ich auch super im Griff. Ich kann natürlich nicht mehr arbeiten. Ich glaube ja, wenn man einmal durch so eine Hölle gegangen ist und es geschafft hat, dass man dann gestellt ist, wenn man wieder irgendwelche Dinge bekommt, jetzt du, was du sagtest gerade, dass du eine Bandscheibenprobleme hast, dass man besser damit und stärker damit umgehen kann. Ja, ich kann mit allen super umgehen. Ich bin... Du strahlst es auch wirklich... Ich bin fast schon eine Therapeutin geworden. Nein, du strahlst auch wirklich die Stärke und auch den berechtigten Stolz auch aus, das geschafft zu haben. Darauf kann man auch stolz sein, wenn man das geschafft hat. Wirklich kann man. Ich habe auch ein Buch geschrieben, unter anderem. Ja. Ja, das ist auch veröffentlicht, also das ist ein Wahnsinn. Ja. Ich hoffe sehr viel. Liebe Hanne, ich freue mich, dass wir haben reden können. Ja, und, ich auch. Ich habe so viele Themen. Ich sage das ja immer. Ich finde das immer viel interessanter, wenn Betroffene zu Menschen sprechen, die zurzeit irgendwie ziemlich unten hängen, als wenn das jemand tut, dem es im Moment gut geht. Weil du eine Glaubwürdigkeit hast, die kein Therapeut hat und kein Arzt hat. Ich würde so gern mit Alkoholkranken arbeiten. Ja. Dann war ich hier bei uns in einer Klinik mal, ach, das ist schon Jahre her, und wollte da mal vorsprechen. Da haben sie dann zu mir gesagt, ja, das dürfen halt nur Studierte machen. Und da habe ich gedacht, die haben überhaupt keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ich habe so viel zu geben. So sind die Vorschriften. Das ist dann leider oft nicht gut geregelt. Genau so war das. Liebe Hanne, jetzt haben wir über deine Bandscheibengeschichte nicht reden können, weil das heute nicht das Thema ist. Aber dafür wünsche ich dir natürlich von Herzen gute Besserung. Ja, und freue mich sehr, dass du mehr, aber da kann ich mit leben. Und freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ja, ich auch, Domian. Mach's gut, tschüss. Weiter, so. Ich gucke jede nach. Ja, okay, tschüss. Jo, tschüss, Domian. Hier ist der Hans und Hans ist 64. Guten Morgen, Hans. Hallo, Domian. Ja, Hans, ich grüße dich. Ja, schön, dass du da bist. Ich melde mich zwar aus Franken, aber ich bin ein Rheinländer und komme aus Aachen. Wir können zwar schon 30 Jahre. Sich alle Leute melden aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Alle sind willkommen. Hallo, ich grüße dich. Ja. Ich möchte in Schönheit sterben. Du möchtest in Schönheit sterben? Ja. Das bedeutet? Das bedeutet, ich habe Erfahrungen. Wir waren ein Mehrgenerationenhaus. Wenn wir sonntags mittags bei uns im Haus zusammengesessen sind, dann saßen 450 Jahre am Tisch zusammen. Meine Mutter, meine Schwiegermutter, Onkel und Tante. Alle sind sehr alt geworden, alle haben sehr gesund gelebt und sind dahingesiecht. Zum Teil im Altenstift, zum Teil unter Pflege, und wir haben jetzt morgen eine Beerdigung, Urnenbeerdigung, wo ein Mann, unser Onkel, der hochintelligent war, an Alzheimer erkrankt ist und hat praktisch nur noch gewartet, dass er sterben durfte. Und das finde ich nicht gut. Ja. Ich habe mit 51 Jahren einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Und okay, den habe ich halbwegs gut überlebt. Aber mir schmeckt es, ich rauche, ich trinke. Meine Cholesterinwerte sind, damit kann ich handeln. Mein Arzt schlägt die Hände um den Kopf zusammen, aber mir schmeckt es, mir gefällt das Leben. Und ich bin der Meinung, it could be it. Wie wir Kölner so sagen. Aber jetzt erklär mir, das verstehe ich nicht, ich will in Schönheit sterben. Wie meinst du das? Ich möchte mir ersparen, dass ich irgendwo so ende, dass ich gepflegt werden muss. Ja, aber durch diese Lebensweise, die du jetzt praktizierst... Aber das kann mir doch keiner mehr nehmen. Ach so, meinst du das? Das kann mir doch keiner mehr leben. Ach so, das heißt, du willst, solange du fit bist, willst du richtig es krachen lassen? Naja... Es krachen lassen ist übertrieben jetzt. So fit bin ich ohne mehr. Nee, ist klar. Aber solange du einigermaßen fit bist, möchtest du dir es so weit wie möglich gut gehen lassen. Und auch meine Frau und mir... gut gehen lassen. Eine Schweinshaxe essen und auch ein lecker Stück Kuchen. Mit allem Drum und Dran. Pommes frites essen und selbstgemachte Pommes frites essen und ein schönes Schnitzel in die Pfanne hauen, noch schön mit Bitterchen drüber. So. Und allem Drum und Dran. Wobei du natürlich Gefahr läufst, dass du durch eine solche Ernährung schwerwiegende Erkrankungen bekommen kannst. Nee, aber hör mal, soll ich hungernd sterben? Weil du gerade gesagt hast, du hast Verwandte gehabt, die haben sich sehr gesund ernährt und haben ein schlimmes Siechtum erleiden müssen. Wenn das der Preis ist, gesund zu leben und dann irgendwann der Geist nicht mehr mitmacht, was ist denn
dann wird, ob ich dann 68 oder 93 werde. Also, du hast den Stand... Du bist, das kann es doch nicht sein. Du bist jetzt 64, ne? Ich bin jetzt 64. Das, aber wenn du siehst, morgen beerden wir die Urne von einem Onkel, ja, der ein hochintelligenter Mensch war, ja, hat Textilingenieur in Aachen studiert, ja, hat die halbe Welt gesehen, ja, und war also seit 10 Jahren demenzkrank. Furchtbar. Sehr und schlimm. Hat von der Welt nichts mehr mitbekommen. Ja. Und hat nur noch, er hat Essen und Trinken erlernen müssen. Hat er denn, wenn ich mal dazwischen fragen darf, hat er sich denn, bevor er die Erkrankung bekommen hat, sehr bewusst gesund oder auch so ernährt wie du? Der hat sich sehr gesund ernährt. Okay, was er auf seinen Reisen gemacht hat, das weiß ich nicht. Ja. Aber der ist dahingesiegt, der, ja, hat Essen und Trinken verlernt. Ja, Wir haben ihn zum Teil in unserem Mehrgenerationenhaus, hat meine Frau ihn gepflegt über Jahre hinweg, bis dass es irgendwann nicht mehr ging, weil er dann irgendwo nachts die Tür aufgemacht hat und ist also da über die Straße gegeistert, wo wir dann irgendwann gesagt haben, wir können es nicht mehr verantworten. Ja. Wie alt ist der Onkel geworden? Der Onkel ist 94 geworden. 94 Jahre. Und das kann es aber doch nicht sein, dass man so als Mensch, wenn man gesund lebt und den Ärzten und der Pharmaindustrie glaubt, dass man so endet. Nur, das kannst du natürlich durch deine Ernährung auch nicht verhindern. Ja, aber dann, das ist ja nur mein Motto, dann lieber in Schönheit gestorben. Ich verstehe. Also, das ist ein Standpunkt, den muss man, finde ich, auch akzeptieren. Da kann man auch anderer Auffassung sein. Aber du bist ein sehr erfahrener und erwachsener Mann. Ja, der hat das für sich so entschieden. Wir haben ja die Erfahrung mit unseren alten Leuten gemacht. Und die Schwiegermutter Hochdiabetes. Meine Mutter auch Diabetes. Ja. Haben gesund gelebt. Und der Arzt kam jede Woche und hier ein Spritzchen und da ein Tablettchen. Ja. Und hin und her und rauf und runter. Das war dann nur ein Verlängern des Lebens. Okay, Hans. Also ich akzeptiere, ich bin da eigentlich so anderer, ich bin eine andere Auffassung, aber ich akzeptiere das durchaus. Du bist anderer Auffassung, das ist dein gutes Recht. Genau. Aber hast du mit Familienangehörigen schon zusammengelebt, die so alt gewesen sind in einem Haus? Nee, das habe ich noch nicht. Also. Nee. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich das natürlich akzeptiere und toleriere, wie du es siehst. Ja. Ich danke dir für den Anruf und dass du es so hast erzählt. Nur ich glaube, dass du vielen Leuten auch... zum Schluss machen. Ja, bitte. Es ist eine super Sendung, die du immer wieder machst. Dankeschön. Okay, ich bin jetzt Gott sei Dank Rentner und kann es mir leisten, da irgendwo bis um 2 Uhr deine Sendung zu schauen. Ich danke, ich verneige mich. Alles Gute. Und danke dir. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, Hans. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Ingelore, stimmt das? Ja, das stimmt. Ingelore, ein ungewöhnlicher Name, 53 Jahre alt. Guten Morgen, Ingelore. Hallo, guten Morgen, Damian. So. Ich möchte mich erstmal für deine Professionalität bedanken, die du jede Nacht ausstrahlst. Dankeschön, dass du sagst, vielen Dank. Ich möchte etwas zu der Vorgängerin sagen, zu der Evelyn mit den 58 Jahren und der Lungenemphysem. Ich kann die Frau ganz doll verstehen von ihrer Seite her, aber ich möchte dazu sagen, dass meine Kollegin erstens mal einen Mann hat, der hat nur noch 3% Lungenvolumen. Der kann überhaupt nicht mehr. Mein Mann ist am Lungenkrebs verstorben. Meine Freundin ist in meinen Händen an Alkoholismus gestorben. Ein ganz guter Freund, bei dem habe ich Sterbebegleitung gemacht, von nachmittags um 3 bis abends um 9. Und ich möchte der Evelyn sagen, dass das kein schöner Tod ist. Sie sollte sich vorher mal professionell darauf vorbereiten. Ich kann ihr ganz liebevoll sagen, ich weiß, wie das Rauchen ist. Ich weiß, wie abhängig das macht. Und ich weiß auch, wie das ist im Pflegedienst. Ich arbeite selber mit behinderten Menschen zusammen. Dass da Stresssituationen entstehen und dass sie da ganz stark sein soll. Und entweder sie gibt ihrem Leben einen Ruck und sie kann das wirklich um viele Jahre noch verlängern. Oder sie hört auf damit. Also entweder hopp oder top, ja. Eins von beiden. Und der Tod ist nicht schön. Ich sage das ganz ehrlich, so wie es ist. Ja, genau, du hast gesagt, das Sterben, also diese Art des Sterbens ist sehr, sehr schlimm. Das weiß ich auch, das habe ich auch schon erfahren. Ja, das ist ein Erstickungstod. Ja, wäre es ein anderer Tod, wenn sie jetzt plötzlich mit dem Rauchen aufhören würde? Es
das wäre ein anderer Tod, dann hätte sie professionell von den Ärzten her. Aber sie hat sich für den Weg entschieden, weißt du? Naja, und ich meine, ob die Krankheitsentwicklung nicht dann ähnlich ist letztendlich, das frage ich jetzt, da weißt du mehr Bescheid. Wenn man aufhören würde, ist die Krankheitsentwicklung dann nicht ähnlich oder ist sie doch durchaus anders und auch das Ende dann ganz anders? Du, ich habe zwei Seiten des Todes erlebt. Ich habe mir gewünscht, dass mein Mann zum Beispiel stirbt, dass er an Embolie stirbt, ja, weil das ein ganz kurzer, schneller Tod. Und Gott sei Dank ist dieser Wunsch in Erfüllung getreten durch diese Chemotherapien und diesen ganzen Schnickschnack und Ärzte und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe auch die andere Seite des Todes erlebt und die Ärzte machen da nicht viel. Ja. Ich sag so, wie es ist. War dein Mann auch ein starker Raucher? Nein, mein Mann nicht ein Raucher, das war berufsbedingt. Berufsbedingt? Ja. Wie lange hat er an der Krankheit gelitten? Also er hat diese Krankheit hat er ja eigentlich schon seit 18 Jahren. Und zum Ausbruch kam es kam durch eine Nachuntersuchung der Ärzte und die meinten dann halt, das ist ein 2-Mark-Stück groß, das war damals noch zu D-Mark-Zeiten. Und das müsste unbedingt raus, müsste abgeklärt werden und als dieses gewisse Karzinom dann geöffnet wurde, kam es halt zur Streuung und das war das Problem, ja. Es hat da eigentlich einfach nur in Ruhe gelassen werden sollen, da waren von diesen Asbestplatten Zellen drin. Wie könnte ich deinen Rat verstehen an Evelyn? Ich möchte der Evelyn einen guten Tipp geben. Ich verstehe ihre Art, so zu leben, wie sie jetzt lebt. Weil ich rauche auch selber, ich rauche aber reduziert. Und sie möchte leben, das ist okay, aber sie möchte ja vielleicht auch noch irgendwie was von ihren Enkelkindern haben oder vielleicht von ihrem Sohn. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst und du siehst, dass auch ein anderer Mensch stirbt, dann ist das nicht so schön, verstehst du? Und wenn er dann seine letzten Wünsche mitteilt, ist das auch nicht so schön. Verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe, wie du es meinst, aber ich hatte so den Eindruck bei der Evelyn, dass das alles sehr reflektiert ist, dass sie sich das alles genau... Ich glaube, sie hat sich schon entschieden irgendwie. Ja, ich glaube ja. Eine Frage zu dir noch. Du sagst, du hast jetzt schon so heftige Sachen miterlebt und warst Zeuge von schwerem Leiden und Leid. Und du bist selbst Raucherin? Ja, aber ganz reduziert, aber das ist halt so. Ich möchte nicht auf irgendwie andere Barbiturate zurückführen, weil es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann ja irgendwie gewisse diverse Sachen an Medikamenten einnehmen, um sich ruhig zu stellen. Aber man weiß zum Beispiel, das sagen auch viele Ärzte, Nikotin ist eigentlich ein nervenberuhigendes Mittel. Das ist halt so, ja. Und unsere Sendung das ist auch in meiner Berufsbranche halt so. Unsere Sendung heißt ja, meine Gesundheit ist mir egal, ist mir wurscht. Das würdest du aber von dir nicht so sagen. Nein, das ist mir nicht egal. Weil ich habe selber 3 Stiefkinder großgezogen von diesem Mann und ich möchte für diese Kinder noch leben und für die Enkelkinder auch noch. Das ist ja klar. Das ist für mich eine Erfüllung und auch eine Aufgabe. Das ist ja vielleicht ganz interessant, jetzt auch noch mit jemandem zu reden, also jetzt in dem Falle mit dir. Du bist in einem Alter, so in so einem mittleren Alter von 50, wie du gerade 53. Wie versuchst du denn, gesund zu leben und deinen Körper zu schützen, dass du dass er nicht allzu vielen Gefahren ausgesetzt ist? Was machst du? Ja, ich habe zum Beispiel in den letzten halben Jahr 16 Kilo abgenommen. Aber bewusst abgenommen, nicht irgendwie radikal oder so. Ja. Und bei uns berufsmäßig ist es sowieso auf Arbeit überhaupt nicht erlaubt zu rauchen. Ja. Aber das ist halt zum Beispiel so eine berufsbedingte Sparte, wo du jetzt wirklich von der Arbeit kommst, da kommen Situationen auf dich drauf zu, da geht es um verbale und körperliche Auseinandersetzungen. Mhm. Und da bin ich halt froh, wenn ich mich dann in mein Auto setzen kann dann wirklich mal die Zigarette anzünden und kann dann befriedigt nach Hause fahren, weißt du? Ich meine jetzt nicht in dem sexuellen Sinne oder so, aber... Ja, natürlich. Der Anrufer vor dir, der Hans... Ja. Der hat ja, du hast es wahrscheinlich mitgehört, ja, so die Meinung vertreten, ich mach's mir jetzt noch schön und wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Ich gucke da nicht so auf die Cholesterinwerte und so etwas. Dem könntest du nicht beipflichten. Ich mache das aus dem einfachen Grund, weil ich habe selber eine Wirbelsäulenoperation hinter mir. Lebe damit bewusst, weil ich merke, wenn ich schwerer bin, dass mir das auch unwahrscheinlich schwerfällt, das Leben. Ich muss aber ein Haus versorgen und muss mich um meine Arbeit kümmern, mein Geld verdienen. An das weitere Leben denken und ich möchte halt keine Schulden machen. Ja. Ist auch so ein Problem. Ja. Also rundherum schon so ein Auge auf sich werfen, dass alles so gut funktioniert und dass der Körper eben auch nicht zu sehr belastet wird und dass der Körper es auch ein bisschen gut hat, nicht nur die Gelüste. Obwohl ich dazu sagen muss, dass mir meine Arbeit unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ja.
Also liebe Ingelore, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche alles Gute. Domian, ich dir auch bleiben. Dankeschön, ja? Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik Michael Verhoeven und Mirko Karmann. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, morgen mit einer freien Themen. Ausgabe, tschüss. Es ist 2 Uhr vom Westen.